Lissabon, 1. November 1755. Es ist Allerheiligen, ein hoher Festtag. Auf den Straßen herrscht Hochbetrieb. In den Kirchen haben sich die Gläubigen zur Andacht versammelt, als irgendwo, südwestlich von Portugal, eine Katastrophe ihren Ausgang nimmt. Zehntausende werden diesen Tag nicht überleben. Noch heute sind Wissenschaftler dem großen Beben auf der Spur. Ihre Erkenntnisse können lebenswichtig sein, denn die Gefahren, die unter dem Meeresboden lauern, bedrohen auch weiterhin die Küsten Europas. Tsunamis, die berüchtigten Monsterwellen, vor denen es damals kein Entrinnen gab und deren ungeheure Schnelligkeit und Kraft die Forscher noch immer beschäftigt. Lissabon wurde zum Synonym der Katastrophe. Und nur einem Mann ist es zu verdanken, dass die Stadt sich damals wie Phönix aus der Asche aus den Trümmern wieder erhebt. Auch zur zweiten Messe des Tages sind die Kirchen am 1. November bis auf den letzten Platz belegt. Die Bewohner der Stadt sind für ihre Religiosität und ihren Aberglauben bekannt. Seit 200 Jahren herrscht in Portugal die Inquisition. Die Menschen, die sich hier friedlich versammeln, freuen sich auf das für den Nachmittag geplante Auto da Fé, die Ketzerverbrennung. Wie könnte man den Festtag aller Heiligen besser begehen, als den Ungläubigen die Allmacht Gottes durch die heilige Inquisition vor Augen zu führen? Die ungeheure Macht der Kirche spiegelt sich auch in der Pracht der Gotteshäuser. Ein damaliges Sprichwort sagt, wer Lissabon nicht gesehen hat, hat noch nichts Schönes gesehen. Aus Übersee kommt das Geld zur Bezahlung all der Pracht. Alljährlich 15 Tonnen Gold allein aus Brasilien. Doch kurz vor Ende der Reise kreuzen die Schiffe gefährliches Gebiet. Am Hafenkai angekommen, erwartet die Flüchtenden ein seltsames Schauspiel. Es ist, als herrsche ewige Ebbe. Das Wasser selbst scheint vor der Katastrophe zu fliehen, um Platz zu schaffen für die verzweifelten Bewohner. Atemlos verfolgen die Menschen ein Phänomen, das die Wissenschaft bis heute beschäftigt. Der Wellenkanal der Technischen Universität Berlin. Im Kleinformat können Wissenschaftler hier beliebige Wellensequenzen generieren. Nur wenige Handgriffe und es entstehen Monsterwellen, weiße Wände oder die tödlichste aller Meeresfluten, ein Tsunami, der nie ohne Vorwarnung zuschlägt. In Lissabon folgt dem Wasser das Feuer. Es scheint, als hätten sich alle Elemente gegen die Stadt verschworen. Was dem Beben standhielt, wird jetzt ein Raub der Flammen. Gierig fressen sich die Feuerzungen durch die Häuser und Lager der Händler, vernichten wichtige Handelsbücher und kostbare Waren. Versuche, die Brände zu löschen, sind aussichtslos. Ein auffrischender Wind facht das Feuer immer wieder an, so dass innerhalb kurzer Zeit ganze Bezirke in Flammen stehen. Dazu erschüttern immer wieder Nachbeben die Erde. Verzweifelt versuchen die Menschen der Flammenhölle zu entkommen. Allein im Krankenhaus sterben 400 Patienten. Am Nachmittag gleicht die Stadt einem flammenden Inferno. In Lissabon ist es damals nur dem schnellen Eingreifen eines Mannes zu verdanken, dass die Stadt nicht im Chaos versinkt. Dem Marquês de Pombal.
Seine Maxime: Begrabt die Toten und sorgt für die Lebenden. Sofort verhängt er das Kriegsrecht über die Stadt. Plünderer und Diebe werden ohne Verzug per Standgericht verurteilt. In den Ruinen lässt er Behelfsquartiere für die Verletzten errichten. Sofortmaßnahmen, die heutigem Krisenmanagement entsprechen. Damals wie heute mit dem Ziel, die Lage schnellstmöglich zu stabilisieren. Pombal ist allgegenwärtig. Während König Joseph fortwährend Albträume plagen. Nie wird er vergessen, wie hilflos er sich im Moment der Katastrophe in den steinernen Mauern seines Palastes fühlte. Aus Furcht vor einem neuen Beben wird er den Rest seines Lebens nur noch in Zelten und hölzernen Palästen verbringen. Angsterfüllt sind auch die Bewohner Lissabons. Fanatische Priester deuten das Beben als Strafe Gottes und beschwören das nahe Ende der Welt. Allen voran der Jesuit Malagrida. Bei den ohnehin für ihren Aberglauben bekannten Lissabonnern hat er leichtes Spiel. Häufige Nachbeben und immer wieder aufflackernde Brände tun das Übrige. Bittprozessionen ziehen durch die Trümmergassen. Unter Androhung von Strafe werden Protestanten zur heiligen Verehrung gezwungen. Pombal wird es den Jesuiten nie verzeihen, dass sie die Lage in der größten Not noch verschlimmern. In Lissabon suchen die Menschen nach den Resten ihres Hab und Guts. Die Stadt liegt zu drei Vierteln in Trümmern. Das neu errichtete Opernhaus, genau wie der benachbarte königliche Palast mit seinem gesamten Inventar. Dutzende Gemälde berühmter Meister wie Tizian, Correggio oder Rubens, alles zerstört. Auch für die Aufräumungsarbeiten stellt Pombal Truppen bereit. Sein Ziel: die schnellstmögliche Beseitigung der Trümmer. Jede Hand wird gebraucht. Niemand darf die Stadt verlassen. Anders als die Priester glaubt der Minister nicht an Zorn oder Strafe Gottes. Für ihn ist das Beben ein Naturphänomen. Entsprechend rational geht er die Bewältigung der Katastrophe an. Zur Erfassung der Schäden sendet er Fragebögen an alle Kirchengemeinden des Landes. So erhält er genaue Angaben über Zeitpunkt, Länge und Stärke des Bebens, den Verlauf der anschließenden Flutwelle sowie die Zahl der Verletzten und Toten. Wertvolle Informationen, die bis heute in den Archiven des Stadtmuseums von Lissabon lagern. Doch die Dokumente bezeugen nicht nur das Ausmaß der Katastrophe, sondern auch den rasanten Aufstieg Pombals zum Diktator. Sie beweisen, dass der Minister das Beben nutzt, um die Macht im Lande zu übernehmen und seine Rivalen auszuschalten. Wer ihn nicht unterstützt, muss mit Konsequenzen rechnen. Offiziell regiert zwar weiterhin der König, doch Pombal wird zum Herrscher des Königs. Den einfachen Menschen in Lissabon bleibt der Machtwechsel verborgen. Viel zu dankbar sind sie, dass Pombal in der Krise die Führung übernimmt und den Überlebenden Hoffnung gibt. Karl Petersen hat, wie die meisten Kaufleute, fast alles verloren. Allein die Verluste der Briten betragen rund 10 Millionen Pfund, nach heutigem Kurs über 1 Milliarde. Doch angesichts der Zehntausenden von Opfern, die das Beben allein in Lissabon fordert, sind die Überlebenden glücklich, trotz des finanziellen Ruins.